Cool, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von Clive & Wrench von Dinosaur Bytes, einem scheinbar neuen Entwickler. Ich glaube 3 Jahre im Early Access, Green, weiß jetzt nicht genau wie die Website heißt, wo man ja, Spiele finanzieren kann. Und ich bin ein Riesenfan von Loot Jump'n'Runs. Ich war damals mit Banjo-Kazooie und Banjo-Tooie groß geworden, habe ja Donkey Kong 64 gespielt und auf dem Super Nintendo die Donkey Kong Country Serie live mitbekommen, auch auf dem Game Boy Donkey Kong Land 1, 2 und 3 gespielt. Jo. Und Yooka-Laylee 2016 oder 17, glaube ich, durchgespielt und alles. Ich bin ein riesiger Fan. Und jo. Wir haben die das Intro, genau. Oh. General. Katze. Mhm. Der läuft ein bisschen langsam. Oh. Castlevania. Adams Familie. Oh, noch ein Dunkler. Böse, böse. Ganz klar Banjo-Kazooie nachgemacht. Also ja, also an Banjo-Kazooie orientiert. Das ist, denke ich mal, komplett anders von der Story her und so. Scheinbar etwas mit Zeitreisen, habe ich gelesen. Und heute, glaube ich, erschienen. Kann ich gleich noch schauen. 24. Februar 2023 ist das Datum und kostet ungefähr 24 Euro. Oh, eine Burg direkt. Oh. Direkt vor dem Fenster. Die typische Gamerin. Voll verschlafen am Morgen. Jo. Ah, das ist ein Wiesel. Ich dachte schon ein Gaming Park. Okay. Oh, Conquer Bad for Die Day. Einfach Bad Breath Day. Cool. Und hier ist Corsair's Coves. Das könnte auch ein Spiel oder ein Brettspiel sein. Oh, was passiert hier? Ah, Reed ist kaputt. Da ist jemand drin gewesen, okay. Oh, wir sind ja im Mittelalter. Was ist denn hier passiert? Oh Gott. Da ist sogar noch Kühlschrank im Zockerzimmer. In der Stube. Röhrenbildschirm, klar. Und ein Banjo. wieso? Wieso liegt da ein Banshee in der Ecke? Keine Ahnung. Müssen wir noch herausfinden. Okay, jemand ist eingebrochen und hat eine Uhr geklaut und deshalb ist die Erde Mittelalter gelandet. Und in Flammen aufgegangen. Okay. Und die Müsli. Die Schüssel liegt. Okay, kann ich verstehen.
wurde gerade angerufen, aber ich bin am Livestream, am Let's Play. Muss ich echt lautlos machen. Ein langes Intro. So. Jo, gute Erklärung. Na, das Flaute, jetzt muss ja das gemacht werden. Ah, der ganze Kühlschrank. Okay. So. Also die Story sehr gut erklärt mit einem Sketch, wie sagt man dem Sketch? Einfach, dass man ja keine Erzählung hat, sondern es einfach angedeutet wird. Gut. So, also. Jo, dann neues Spiel. Oh, ich muss 1,29 € bezahlen für ein neues Spiel. Okay. Ja, ist ein bisschen teuer. Wichtiger Hinweis, wenn du ein neues Spiel startest, werden alle dann auf diesem Platz überschrieben. Ja, das ist klar. Nehmen wir natürlich den ersten Platz, den ersten Speicherslot. Aber so die Geräusche sind wie immer in diesem Genre recht gut gemacht. So, yay! Also, reden ist mit der Y-Taste, das ist ein bisschen außergewöhnlich. Aber okay. Hey ihr beiden, wenn ihr an eurem fortgeschrittenen Moves arbeiten möchtet, schaut euch meinen Übungsraum an. Wenn nicht, macht einfach in der nächsten Era weiter. Okay. X-Taste, okay. Gut, Übungsraum, ja. Das sind alles Levels. Ich glaube, es gibt 11 Levels. Und das ist mehr als zum Beispiel Yooka-Laylee und Banjo-Kazooie. Jo, ich muss jetzt nur den Übungsraum. Was ist der Böse da? Oh, ein Schäfer-Münz habe ich bekommen. Ich konnte es nicht lesen, war zu schnell weg. Ja, scheinbar irgendwie da oben lesen. Orientation ist wahrscheinlich das. Okay. So, und das sind scheinbar die Münzen oder Bananen oder so. Jo. Solche Abgründe lassen sich mit einem einzelnen Sprung A überbrücken. Je länger du gedrückt hast, desto länger dauert der Sprung. Okay. Gut. So, dann muss ich in der Luft nochmals A drücken. Und dann kann ich mit LB, das ist ein bisschen schwer zu erreichen, LB und A. Scheinbar ist es richtig. Ich kann nicht mehr hüpfen. Ich konnte im Sprung nicht hüpfen. Das ist unfair. Okay. Ja. Hier kann ich Y drücken. Dieser Abgrund wirkt zwar sehr breit, aber ich glaube, wir können ihn mit einem Sprint und einem Doppelsprung trotzdem überqueren. Habe ich doch gemacht. Das muss ich nicht vorlesen. Okay, man muss echt sehr schnell dann drücken, sonst wirkt das nicht. Okay, verstanden. Ja, und es gibt ja auch wahrscheinlich so viele Minispiele. Ich hoffe, ich kann es gut spielen. Und dann A. Okay, sehr gut. Jo. Die Steuerung ist, denke ich mal, schwer. Es sind Yooka-Laylee und Banjo-Kazooie.
Aber ich hoffe, das wird auch gepatcht und so, dass es nicht mehr so schwer ist. AAX. Oh je. Yeah. Da drüben? Dann hochfliegen? What the fuck? Nancy hat uns einen Rucksack mit einem Uhrenerkennungsradar ausgestattet. Aktiviere es aufwärts, damit es uns den Weg zur nächsten Taschenuhr zeigt. Ja. Ja gut, ich will das weg haben. Jetzt nochmal. Da runter. Aha, okay. Ein Secret. So. Also angreifen ist noch mit dem B-Knopf. Okay. Und jetzt müssen wir wahrscheinlich hier rüber. AAX. Ganz knapp. Ja, die Steuerung ist, hat sich in sich, aber okay. Mit LB, okay. Und dann? Hey, das geht ja nicht. Kann ja nicht steuern. Okay, auch mit der A-Taste. Ist das falsch? Mit dem B-Knopf kann ich angreifen. Ja. Sehr gut. Ja, muss ich vielleicht noch ein bisschen versuchen auf den nächsten Part, ein bisschen lernen. Aber ja. Also schwimmen sollte eigentlich gut gehen. Dann auch noch gedrückt lassen, sehr gut. Und schwimmen eigentlich ziemlich gut von der Stellung her. War ein Ukulele, glaube ich, recht schwer. Und hier nicht. Okay. Ja, muss ich nur die Taste finden zum Rauskommen. Ein Sprung. So, und dann muss ich wieder rüberfliegen oder hier runter. Das ist der Anfang. Oh, geht ja gut, also die Steuerung ist schon leicht. Man muss nur es herausfinden, wenn man nicht so viele Spiele spielt. In dem Genre. Einfach ein bisschen lernen. Ja, das klappt doch jedes Mal. Knapp. Gut, ist es fertig jetzt das Lernen? Ich sehe jetzt nicht mehr, wo es weitergeht. Kann man hier runter? Das ist auch fertig. Jo. Ich denke, es ist fertig. Dann können wir dort wieder raus. Also es ist geil, dass man so gut fliegen kann. In anderen Spielen kann man immer nur kurz so ein bisschen herumschweben. Jo, dann gehe ich mal ins Level 1. Ja. Was haben wir denn? Ja, wir haben noch genug Zeit. Ja, ich denke da rechts. Oh, da war ein bisschen weg. So. Middle Age Crisis. Mal kurz mit ihr nochmals reden. Hey, ihr beiden, wenn ihr an euren fortgeschrittenen Moves arbeiten möchtet, schaut euch meinen Übungsraum an. Wenn nicht, macht einfach in der nächsten Ära weiter. Ja, aber ich möchte gerne betreten. Speichern. Und antike Steine. Okay. Nichts drin. Vielleicht einfach hier reingehen am besten. Ich dachte, es geht im Uhrzeigersinn. Ein Donut. Also, das... Ja. Zimmer von vorher. Ich habe kurz ein bisschen den Ton leiser. Er ist sehr laut. Hier in-game. Gut. Jo. Wie immer. Recht viel los in den Levels. In den anderen schon. Oh, Fernseher auch.
Wieso sehen wir so klein? Das sieht so lustig aus. So spannend. Das ist geil. Ich habe alles auch so klein mal erkunden bei mir zu Hause. Wieso gibt es nicht öfter so Spiele, wo man so winzig klein ist, aber riesengroß? Da oben ist scheinbar nichts. Oh, da habe ich einen kurzen Clipping-Fehler gesehen. Auch. Ich weiß nicht, müssen wir so viel... Ah, ja, da oben ist die Leiste. Wir haben 142 von 250 schon. Okay, ein sehr guter Tutorialraum. Ohne Tutorial, das ist so ein Übungsraum. Ah, das ist wahrscheinlich der Übungsraum, okay. Ja, dann ist klar. Aber, hey, die Steuerung, die geht so gut. Also einfach ein bisschen, ja, spielen und ihr könnt die Steuerung sehr gut. Ist sehr leicht, also von der Steuerung her ist das Spiel wunderbar. Vielleicht immer ein bisschen kompliziert für den Anfang, aber dann nicht mehr. Richtig genial. Oh, da sind wahrscheinlich nicht viele Leute drauf gekommen, dass man hinter ja, die Gitarre eigentlich gehen kann. Okay, das ist nicht so gut. Ich hänge schon. In diesen Games hänge ich die ganze Zeit irgendwo fest. So jetzt. Also scheinbar. Ja, kann man noch einmal hüpfen. Bitte, ich will hier hochkommen. Und da oben ist etwas. Da war ich doch vorher gerade. Es ist irgendwas da oben. Okay. Ich versuche es jetzt mal nicht, oder ich schaue einfach von weiter hin. Aha, ich wusste es. Ah, oh, schade, dass kein Flecken auf dem Boden ist. Gut Ding, hier ist auch noch etwas. Ja, da oben ist sicher was. Da komme ich aber vom anderen. Ja, vom Fernseher ist noch etwas. Boah, interessant. Okay, mit der R-Taste kommen wir. RT-Taste kommen wir zurück. So, also, da ist auch noch etwas. Und diese Uhren sind wichtig, dass wir andere Zeitreisen machen können. Ich kann einfach nicht laufen. Auf der Schallplatte geht das laufen schlecht. So, wie kommen wir? Vielleicht hier? Ja. Gut. Sehr schön. Ja, jetzt muss ich wahrscheinlich hier hoch. Okay. Jetzt nimmt es nicht an hier. Gut. Ja, ich glaube, das ist noch ein bisschen verbuggt mit dem Anhängen an den Kanten. Oh, was ist denn das für ein Sprung? Sehr schön. So eine goldene Uhr ist wahrscheinlich 10 wert. Ich habe es jetzt leider nicht so. Man sieht leider den Unterschied zwischen dem Grün und dem Weiß nicht so. Und auch bei den Sprachboxen. Man sieht leider die Unterschiede so wenig, dass ich mich manchmal vielleicht verplappere. Aber das ist auch wegen meiner Krankheit. Ich habe ME/CFS, eine Nervenkrankheit, wo manche ja, Lesen und Erinnern an Wörter ein bisschen schwer fallen. Also nicht wundern, wenn es euch nervt. Einfach, jo, natürlich ein bisschen Mut geben und ein bisschen, dass ich es einfach das nächste Mal besser machen kann. Und nicht immer so ablehnen, dass es einfach, jo. Das ist halt meistens so, oder? Die Leute sind dann plötzlich sofort, ja, sagen, ja, Dislike und, oh, fluchen herum, oh, der macht das nicht so gut. Mit allen Mega-Profis, die es im Internet halt gibt. Aber okay. So, wir haben 201 von 850, das heißt... Dann auch mal ein bisschen vorwärts machen. Ich muss ja nicht alles direkt suchen. Schuppenshampoo. Oh, eine VHS-Kassette. Oh, die Küche ist das, okay. Bunny Shrunk the Gym. Okay, coole Tutorials. Hey, du hast mich gefunden, dass du mit den Leuten reden kannst, indem du Y gedrückt. Warte, klar, oder?
Achte auf die gelben Streifen, gesteiften Säulen, die sich sind weniger rutschig als andere Säulen und eignen sich daher zum Klettern. Okay, gut. Ja. Richtige Taste noch finden. RB. Ist doch RB. Aha. Zeig nur an. Ich hab den weggejumpt. Ach ja, klar, wechselt. Wusste ich ja natürlich, habe ich ja gesehen. Das geht wieder mal nicht, das Springen. Doppelspringen. So, Y. Sei vorsichtig, überall lauern Gefahren. Feuer kann nämlich brennen. Wer hätte das gedacht? Nein, hätte ich nicht gedacht. Dankeschön, ich gehe jetzt zuerst aber mal hier hin. Ich ja nicht hoch kann. Ich will aber die Seife mitnehmen. Sicher praktisch. Kann man hier schweben? Klettern? Ja. Wie das Geräusch so tönt. Ja, da gehe ich lieber hier rüber. Ah, wieso kann man nicht mehr hüpfen, wenn man schon fällt? Unsere visuelle Darstellung der Risse, die der rücksichtslose Dr. Baukus in der Raumzeit verursacht hat. Fangen Sie ein, um das Kontinuum zu reparieren. Sobald du dir genug geschnappt hast, können nur Daukus in eine andere Ära verfolgen. Okay, ist leider nicht so gut, ist Deutsch. Ja, ich glaube, ich bleibe jetzt kurz mal auf dem Boden und sammle alles ein. Und der Rest holen wir dann immer am Schluss vom Level. Antiker Stein gefunden, das wird nicht der letzte sein. Und der Ball, der bewegt sich noch. Sehe ich doch irgendwas? Nein, nur grün. Also so Glitches werde ich nicht verwenden. Denken. Ja, da geht wieder. Ja, es gibt manche Probleme scheinbar noch. Ein früher Titel. Er ist heute aufgegangen, rausgekommen. Dankeschön. Und ja. Oh, wollte gerade noch. Ich kann nicht hoch. Also komme ich jetzt wieder nicht hoch? Ich stecke fest. Liebes Spiel. Wir drehen mal eine Runde. Ja. Ich hänge fest. Oh, die Unschärfe war krass. Die R-Taste ist jetzt gesperrt. Okay. Ja, was soll ich tun? Mal kurz speichern. Zurück zur Zentrale. Ja, ich bin Beta-Tester, müsst ihr wissen. Sehr guter Beta-Tester und ich finde in den Spielen alle Bugs. Ich lasse mich dazu führen. Ich lasse die Bugs wirklich ausnutzen, dass sie kommen. Tut mir leid. Scherz. Okay. Dankeschön, aber bitte nicht immer so lange Zwischensequenzen. Wäre auch nicht schlecht. Gut. Oh. Okay, mit der RB-Taste kann man Body sehen. Also diese Stampfattacken. Hallo, was machst du? Schießt auf mich? Das geht mal gar nicht. Macht das Schaden? Das hat scheinbar Schaden gemacht unten rechts. Uiuiui. Direkt zur OP. Ich kann nichts. Ja, das sind meisten Loot-Jump-Runs immer so. Man kann nichts zwischen. Ja, abbrechen. Lade. Screens sind immer sehr lange. Ja, dauert halt ein bisschen. Da war doch irgendwo. Hä? Als ich da reinging, war hier ein Item. Seid vorsichtig, jetzt vorne scheint es Gegner zu geben. Manche patrouillieren eine strenge Route entlang. Okay, das ist schlechtes Deutsch noch.
Manche können fliegen, manche feuern sogar Geschosse ab. Aber eins haben fast alle gemeinsam. Du kannst sie mit einem schnellen Drehangriff ausschalten. Bitte mach dieses Fenster nicht so durchsichtig, man kann das meiste nicht lesen. Wenn irgendwas Helles im Hintergrund ist, liebe Entwickler. Sonst ein richtig gutes Game. Also richtig fertiges vom Ersteindruck, also vom Spielbahn richtig fertig, aber diese Bugs, die nerven halt überall noch. Und ja, auch die Kamera ist ein bisschen doof. Und jetzt kann ich nicht mehr so hoch springen, okay. Ah, das sind die Jingles. Oh, geil. Die Jingles. In Donkey Kong 64 waren es. Da gab es halt Bananen und andere Items. Ah, diese Ranges, diese Gegner. Und die haben Blaupausen gedroppt. Genau das waren es die. Okay, jetzt. Sum Sum, Gordon Summer. Hallo. Könnt ihr mir helfen? Ich wollte meinen Kindern gerade das Fliegen beibringen, als mein Flügel vor diesem furchtbaren violetten Elixier beschädigt wurde. Könnt ihr sie bitte suchen und ihnen sagen, wo ich bin? Wenn ihr so nett seid, werdet ihr dafür auch belohnt. Okay, es gibt wahrscheinlich per Level eine Aufgabe, die so ist. Aber hier sind es zum Beispiel Bienen. Eine haben wir ja jetzt schon gewonnen. Gut schauen, das Bild. Jo, da sind sie noch jung gewesen. Cool. Und schaut euch mal diese Außengrafik an. Wirklich wunderbar. Das ist irgendwie ein Roboter, das wäre das. Geil. Ja, gehen wir mal hier runter. So. Und jetzt hier rüber am besten. Hopp. Hopp. Eine Bowlingkugel. Geil. RB wieder. Okay, das ist ein bisschen doof. So. 100 von 400. Sehr gut. Und hier unten. Prima. Ja. Wahrscheinlich hier auch wieder hoch. Hier geht's. Jetzt hier. Nö. Okay, wieder zurück zum Tisch. Nice. Okay, darüber. Manche Sachen sieht man halt wirklich von nahem nicht. Da müsst ihr euch ein bisschen umschauen. Okay. Hopp. Jetzt sind wir oben. Nächste Biene. Oh, das ist schön. Oh, gleich mal ein bisschen zu spät. Nochmal versuchen. Ah, okay, mit dieser Taste. Bleibt man irgendwie hängen. Wie geil das aussieht. In so Umfeld. Richtig genial. Jo. Oh, ich muss die... Also die X-Taste ist schon ein bisschen schwer zu kommen. Ey, langsam nervt das ein bisschen runterfallen. Oh. Also ich mache mal zuerst das. Eine Abwechslung machen. Und hier rüber. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ja, easy. Okay, der Ventilator ist scheinbar Abschluss. Und sehe ich gerade. Aha, ich hab's gesehen. Sehr gut, dass wir das auch noch direkt gesehen haben. Ja. Scheinbar aber gar nicht so ein Easter Egg, so ein sehr gutes Versteck. Nur schwer zu erreichen. Hm. Und hier unten haben wir alles. Ja. Okay, dann müssen wir noch einmal rüber. Und ich schau mal kurz auf die Uhr. Ja. Muss dann mal den ersten Part beenden. Ah, da müssen wir da hoch. Da müssen wir da hoch, genau. Ja, da müssen wir so hoch. Geht nicht anders.
Ja, die Reaktionen sind auch noch ein bisschen doof. Also ich bin ja schon am Boden gewesen, trotzdem habe ich nochmals diesen Stampfsprung gemacht, sondern geduckt. Ist ein bisschen doof. Ja, bleib aber oben. Ja. Oh, ist echt schwer, weil es sich so schnell dreht. Bin ich voll? Nein, ich bin noch nicht fertig. Hey, noch weiter raus. Hui. So, und wo gibt es jetzt noch Verstecke? Da unten. Ah, ein Gegner. Ich wollte sehen. Da ist noch ein Versteck. Was ist hier? Eine Münze. Richtig tolles Spiel, Kretz. Extrem. Hat eben noch ein paar Probleme. Ein paar, ja, es ist zu früh rausgekommen. Da und das ist noch nicht so gut. Aber im Großen und Ganzen richtig toll. Ja, und wie machen wir jetzt das hier auf? Ich glaube, ich muss oben irgendwas drücken. Kann ich hier nicht abmachen? Okay. Wie kann ich da rein? Hey, du hast mich gefunden. Ja, das weiß ich. Das ist ja nichts mehr sonst. Da gibt es wahrscheinlich noch einen Move. Okay. Ja, aber ich habe jede Taste gedrückt und dieses Ding hat es nicht beendet. Hat es immer wieder neu gestartet. Ja, es gibt noch manche Probleme. Okay, das Level ist scheinbar jetzt fertig. Wir können, denke ich mal, die anderen Sachen irgendwo anders finden. Ich muss irgendwas drücken, dass ich so reinkomme bei manchen Sachen. Weiß ich leider noch nicht. Okay, wenn ihr Tipps habt, also wenn ich etwas nicht gerade direkt binden kann oder nicht wissen kann, weil man bestimmte Sachen drücken muss oder so, dann dürft ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Ich bin natürlich schon ein bisschen noch angewiesen auf euch. Und jo, sonst lasse ich mich gerne selber überraschen und möchte es selber herausfinden. Gut, aber sonst macht es auch nicht. Ja, sonst ist es auch nicht schlimm, wenn ich gesperrt werde. Gut, dann Dankeschön fürs Schauen. Das war. Ja. Muss ich den Namen noch kurz nochmals sehen? Clive and Wrench, genau. Schwerer Name, aber ja, sind einfach Werkzeuge. Gut. So. Bis zum nächsten Part. Tschüss.